Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Oberbayern hier. Herzlich willkommen. Wir wollen heute zum Shop fahren, wollen heute einen Düngerstreuer holen. Ich habe schon einen Mod mit reingenommen. Und zwar den folgenden. Der sollte ganz gut sein. Ich bin mal gespannt. Hier relativ normal im Prinzip. 20 Meter Arbeitsbreite, 2000 Liter Füllvolumen, den kaufen wir uns und den wollen wir uns ausprobieren. Zusätzlich werden wir auch Mineraldünger besorgen. Das sind 1000 Liter, also brauchen wir zwei Stück davon. Die werden wir uns kaufen. Brauchen wir Kalk für das Feld. Gerade am gucken. Kalk brauchen wir auch. Dementsprechend werden wir dann auch definitiv kalken. Feld 7 müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Da müssen wir noch grubbern. Das hatten wir in der letzten Folge auch noch gekauft gehabt. Aber wir holen jetzt uns auch noch Kalk rein. Und dementsprechend, ja, sollen wir erst grubbern. Wir grubbern erst. Kommt, passt auf. Wir grubbern erst. Wir grubbern erst Feld 7. Dass wir das zumindest haben. Und dann können wir weiterschauen, ne? Dann können wir weiterschauen, Leute. Das ist der Weg zum Feld. Da wollen wir nicht drüber fahren, ne? Eher nicht, nein. Das heißt, wir müssen irgendwo hier hinten lang, ne? Da unten wahrscheinlich, ne? Ja, ich sehe schon. Müssen wir hier unten lang? Ja. Okay. Fahren wir hier unten lang. Auch okay. So, dann einmal rechts rum. Dann geht's auf zu Feld 7. Werden wir auch mal eben schnell grubbern. Dass das auf jeden Fall auch direkt gemacht wird. Wir hatten ja noch dieses kleine Feld im Prinzip gekauft, damit wir hier auch ein bisschen mehr Fläche noch zur Verfügung haben. 158.000 haben wir jetzt noch gerade auf dem Konto. Wo ist das Feld? Hier. Hier ist das kleine Feld, ne? Dementsprechend wollen wir natürlich hier gucken. Karte weg. Danke. Dass wir hier auch ein bisschen mit klarkommen mit dem Feld, ne? Nutzen wir direkt mit. Ist zwar nur ein kleines Feld, aber wie gesagt, wir können die Feldfläche auf jeden Fall gebrauchen. Mehr wie gut gebrauchen. Deswegen machen wir das Feld auch noch direkt mit. Ne? Dann machen wir das direkt auch mit hier. So. Sieht ja an sich ganz gut aus, ne? Sieht an sich ja ganz gut aus. So. Sehr nice. Nächste Spur. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Das sieht dort ganz gut aus. Ist wie gesagt eine weitere zusätzliche Fläche, die wir hier nutzen können. Jetzt denke ich mal gar nicht mal so verkehrt. Die Wiese hier drüben haben wir auch noch. Obwohl das jetzt eigentlich keine so großartige Wiese ist, ne? Da ist nicht wirklich viel möglich, glaube ich. Aber ja, die haben wir. Und die müssen wir natürlich auch dann dementsprechend bewirtschaften. Ich hoffe, dass wir natürlich da ein bisschen Holz zusammenkriegen. Ich bin mal gespannt.
Ich würde auch die gleiche Tour fahren wie auf der Ellerbach. Erstmal gucken, dass wir hier Zeug reinkriegen, weil momentan haben wir noch nichts, glaube ich, drin. Ne? Nein, haben wir nicht. Deswegen würde ich, wie gesagt, erstmal auf die gleiche Tour fahren wie auf der Ellerbach. Erstmal gucken, dass wir Getreide und bzw. Ernte reinkriegen, Stroh reinkriegen, Heu reinkriegen, etc. Um dann dementsprechend hier natürlich einmal Tiere zu holen. Vorher würde ich es noch nicht machen. Also heißt das, die erste Ernte reinbringen und dann können wir gerne Tiere holen. So. Gegrubbert wird hier ohne Ende. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So. Sehr nice. Sehr nice, Leute. Das sieht ja hervorragend aus. Haben wir die Fläche zumindest auch erstmal geschafft wieder, ne? Haben wir die Fläche auch geschafft, können wir die bewirtschaften. Können wir die direkt mit düngen, ne? Wenn wir düngen. Wir müssen erst die eine Fläche kalken. Dann beide Flächen düngen nochmal. Dann können wir die Einsaat rausbringen. Jetzt würde ich auch jeden Fall erstmal auf Weizen gehen. Eventuell. Würde ich auf Weizen gehen, ne? Dass wir auch Stroh bekommen, etc. Dass wir eventuell ein bisschen Getreide haben für die Hühner. Wenn wir welche uns holen. Sollte auf jeden Fall dann ganz in Ordnung sein. Gehe ich mal von aus. So. Ja, das ist ein bisschen Arbeit hier. Wenn man nicht so viel geht wie auf der Ellerbach, aber auch hier kriegen wir das hin. Nach und nach. Ist wie gesagt ein bisschen Arbeit, aber okay. Kein Problem, Leute. Gar kein Problem. So schön. Gefällt mir. Gefällt mir, Leute. Das sieht doch gut aus. Haben die Fläche fast geschafft, ne? Ja, so groß ist sie auch nicht, ne? Ja, so groß ist sie echt nicht. Aber besser wie nichts, ne? Wir können gleich mal gucken, ob wir noch eine Fläche haben. Irgendwie in, ich sag mal, greifbarer Nähe. Wenn es so teuer ist. Vielleicht finden wir noch eine. Und wenn es eine Wiese ist, ist total egal. Wenn es eine Wiese ist, ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch die ein oder andere Maschine, das ist klar. Düngestreuer haben wir uns jetzt geholt. Wir müssen gleich mal gucken, auch was wir noch an Maschinen brauchen unbedingt, was wir uns reservieren müssen. Drescher würde ich eventuell auch den John Deere wiederholen. Erstmal, weil der relativ preisgünstig ist. Glaube ich gar nicht mal so verkehrt. Müssen wir schauen, ne? Das müssen wir mal schauen. So. Sehr gut. Das läuft. Sehr schön.
Wir werden jetzt noch den letzten Streifen hier grubbern. Davon aus, dass das der letzte Streifen auch wird. Hoffentlich. Sieht aber ganz gut aus. Ja, fast. Sieht fast ganz gut aus, ne? Ja, einmal müssen wir noch fahren, egal. Zumindest ein Stück. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, Leute. Kriegen wir hin. Machen wir eben. Das machen wir eben, Leute. So. Das sollte gut laufen. Okay. Das sollte soweit gut laufen. Sehr schön. Gut. Gegrubbert hätten wir jetzt. Jetzt noch ein bisschen was über. Am Ende des Feldes machen wir noch den Randstreifen. Und dann schauen wir mal, was wir noch an Geräten brauchen werden. Und gucken wir mal, ob wir noch eine Fläche kaufen könnten. Dementsprechend, ne? Schauen wir mal. Machen wir Motor aus. Wir haben jetzt Folgendes. Wir haben zwei Traktoren. Das Auto kann weg. Das können wir gerne verkaufen. Wir haben einen kleinen Kipper. Wir haben einen Grubber. Wir haben eine Sämaschine. Wir haben Düngestreuer. Wir haben hier den Striegel. Wir haben Mähwerk, wir haben Wender, wir haben Schwader, wir haben Frontlader, wir haben keinen Drescher. Ich würde, wie gesagt, gucken, dass wir den einen Drescher kriegen. Na, den einen Drescher, den von John Deere. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles, was wir brauchen aktuell. Ne? Ich glaube, großartig mehr brauchen wir eigentlich nicht. Dann würde ich nämlich vorschlagen, dass wir eventuell gucken, dass wir nochmal eine Fläche holen eventuell, ne? Weil je mehr Flächen wir haben am Start, desto besser. Aber wie gesagt, wir müssen gucken, wie wir hinkommen. Die ist zu teuer, die ist auch zu teuer, ne? Wir haben nur noch 158.000 Euro. ...55.000, die sind alle viel zu teuer teilweise. Das ist das Problem. Für 43 wäre noch was. Für 43 wäre noch was im Prinzip. Würde 22.000 kosten, ist relativ klein. Für 12, 33.000. Für 12, 33.000. Sollen wir das Feld auch noch dazu holen? Ich bin gerade echt am Überlegen. Ich glaube, das holen wir noch dazu. Ja. Für 12 holen wir noch dazu. So, was muss da gemacht werden? Muss gekalkt werden. Also gehe ich auch mal von aus. Grubbern. Wo ist es? Vorne. Einmal links rum. Dann grubbern wir da auch direkt dann. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass da gegrubbert werden muss. Dann machen wir Feld 12 direkt mit. Ne?
Machen wir für 12 direkt mit hier. Wenn wir schon mal dabei sind. Weil wir brauchen echt große Flächen. Viele Flächen auch. Die haben muss gegrubbert werden. Also, werden wir hier grubbern. Dementsprechend, ja, freue ich mich auf die nächste Folge. Wie geht's weiter? Auf jeden Fall. Hier hinter LS19 auf der Oberbayern. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und sage einmal natürlich dementsprechend bis nächste Woche Sonntag wieder. Nächste Woche Sonntag neue Folge hier auf der LS19 Oberbayern. Ich freue mich wieder, wenn ihr dabei seid. Und sage einmal bis dahin natürlich erstmal Servus und Tschüss.